Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu H1Z1. So, nachdem wir uns jetzt hier alles wieder schön zusammensortiert haben, ziehen wir jetzt erstmal ganz schön in die weite Welt hinaus und grabbeln uns ein paar Stickies zusammen, denn wir brauchen mal langsam wieder ein bisschen Baumaterial. Wir haben nicht mehr viel. Genau. Und weil dem so ist und weil dieser Crew so top motiviert klingt, haben wir gedacht, okay, machen wir das mal eben. Und dann irgendwann sollten wir mal wieder ins Industriegebiet, da waren wir schon lange nicht mehr. Oh, da war ich noch gar nicht, glaube ich. Ja, dann sieh mal zu, dass du das mal machst. Irgendwie klappt es jetzt gerade nicht ganz so geil mit den Stückchen sammeln hier. Ah, jetzt geht's langsam. Schöne Blume ist das auch. Toll. Mhm. So eine Blume möchte ich das öfter mal haben eigentlich. Ist das so? Ja, ja, ich mag nämlich Blumen. Erzähl uns mehr davon. Nein. Also mein Blumenfetisch hat ja wohl hier niemandem was anzugehen, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. Hält er sich aber auch an. Ja, und das ist mein gutes Recht, dass ich mich da anstellen darf, ja? Das wollte ich nur mal so sagen. Weiß ja nicht. Schön. Der Bären und Wölfe können aber auch nicht die Treppe hoch, ne? Nö, wieso hast du einen gefunden? Nö. Nur schon mal zur Sicherheit fragen. Das Blöde ist halt, dass man mit angelegter Waffe nichts aufsammeln kann. Aber mit dem Bogen schon. Ja, mit dem Bogen. Wen interessiert denn dieser Bogen? Ich rede von einer bärentauglichen Waffe. Ja, wirklich One-Hit? Nein. Das heißt, mit der brauchst du zwei Schuss. Also kannst du dir überlegen, wie viel du mit anderen brauchst. Nein, ich meine, wenn der wer dich angreift. Seit dem letzten Patch nicht. Aber Two-Hit. Okay. Das ist scheiße. Mhm. Der ist böse, macht Aua. Ich habe irgendwas hinter mir und ich weiß nicht, was es ist. Was ist hinter dir? Ah, ein Wolf nur. Wieso? Wieso kann man die denn so schlecht auseinanderhalten von den Geräuschen? Das ist doch Kacke. Ah, Mann, ey. So gut. Ja, du hast auch ein bisschen daneben geschossen, würde ich sagen. Nö. Sagt aber das Geräusch. So, ich mache mir gerade mal ein paar Pfeilchen. Willst du auch ein Pfeilchen haben? Nee, danke, lass mal. Ich mache das aber gerne. Weiß. Schon wieder ein Wolf? Okay. Ist immerhin schlimm, oder? Nee, ich dachte schon, aber ist nicht. So, das da? Ah, gut. Schubidubidu. Oh, dauert noch eine ganze Weile, bis ich die Pfeile fertig habe. Macht nichts. Ich habe inzwischen 91 Footstick. Das schon. Das sind auch nur 91 Pfeile. Hm? Ja, man kriegt nur noch einen Pfeil daraus. Ja. War es vorher anders? Ja, du hast zwei Stück bekommen. So, 49 Pfeile habe ich jetzt. Kann sich wirklich schon mal ein bisschen wehren. Ist ja auch schon ganz schön, wenn hier mal so ein bisschen ausgelichtet ist, ne? Mhm. Vielleicht sollten wir mal vielleicht nochmal so ein Bäumchen fällen oder so. Die weißt du schon wieder nach. Hä? Die MPX. Ja, ja. Ah,
Das Tolle ist ja, im Dunkeln erkennt man diese Bären ja auch viel schneller. Mehr oder weniger. Eher weniger als mehr. Machen die denn wirklich so den gleichen, das gleiche Geräusch? Ja. Also ich kann die nicht auseinanderhalten. Ne? Das Problem ist einfach nur, so ein Bär ist einfach mal vielfach schneller als du. Was? Ja, vor dem kannst du nicht wegrennen. Nicht? Nein, wenn der fies und garstig ist, nicht. Dann ist der ratzfatz bei dir. Scheiße. Möchte ich nicht. Er soll aufhören. Kanickelfall, Batterie ist schon wieder voll hier. Das ist echt schlimm mit den Dingern, ey. Aber ist ja nicht schlimm. So haben wir auf jeden Fall immer genug zu essen. Ja. Gerade sagen, ja, kannst du dich doch echt nicht beschweren. Na, das werden sie wahrscheinlich auch nochmal irgendwann runterregeln, weil das ist einfach echt zu viel. Also irgendwelche Traps werden irgendwann decayen. Weiß ich wohl. Das haben sie beim letzten, das haben sie schon gesagt. Wahrscheinlich die Kaninchenfallen. Oder die Bärenfalle, kann ja auch sein. Die Bärenfalle ist ja im Prinzip auch mehr eine Art Spielerfalle, glaube ich, so wie ich das verstanden habe. Oh oh, macht denn aber richtig viel Schaden, oder? Keine Ahnung. Aber dabei wahrscheinlich mehr als Stacheldraht und Wie könnte man echt scheiße sein, an einem Aufgang diese Stachel. Ja, dann wüsste man direkt, dass man da nicht hochgehen braucht, weil da kann ja sowieso kein anderer durch. Tretmine hinlegen, die siehst du wenigstens nicht. Oder schon, aber dann zu spät. Das Problem ist, ich lege da keine Tretmine hin, solange nicht wirklich alle, die hier bauen und basteln, wissen, dass die da ist. Sonst macht Puff. Was machst du da eigentlich? Wooden Arrow. Ah. Spannend. Spannend. So. Einmal das Rabbitchen reinziehen. Oder purifizierte Wasser reinziehen. So. 95,99. Gesundheit 93, also eine Bandage futtern. Zwei Stück rüber. Wo ist Le Bandage? Hallo? Le Bandage? Le Bandage. Die verarscht mich ein bisschen, glaube ich. Hört dann halt andersrum. Ich komme immer durcheinander. Wenn ich die Sachen jetzt hier wieder zurückschubse, muss ich erst alle rüber und dann... Ja, genau, so war's richtig. So. Glaube ich jetzt... Du, das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen. 171. Pfeile. Mhm. Ja, dann lass aber mal ein paar hier. Ja, ja, klar. Ich craft auch nochmal eben schnell ein paar durch. Was hattest du die reingepackt? Ach, tu so eine Waffenkiste rein, das hat Munition, ne? Du, boah, eine ganze Folge lang Sachen bauen, ey, toll. Ein Träumchen. Und dann in den nächsten sagst du, Dings, ne, zum Industriegebiet. Jo, Dude. So. Was denn? Was denn? Was denn? Hi. Metal Sheet, Metal Shard, das ist gar nicht so viel, das werde ich mal probieren. Ah, wobei, nee, ist auch doof.
Wie viele Woundsticks habe ich denn noch? Oh, einiges. Schubidubidu, where are you? Ach, das ist wieder der schöne Inventarsimulator, den wir gerade haben. Warum auch nicht? Was? Draußen? Was? Draußen ist. Nein. Ist da einer? Ich muss erstmal rauskommen. Ist kaputt. Komm nicht mehr aus dem. Warum hast du gerade gefragt, ob ich draußen bin? Mach mal auf. Vielleicht draußen was gehört hat. Ja, das Flatsch. Bleib mal stehen. Wie wär's denn mal, wenn du reloggst, hä? Außerdem hört sich jetzt ziemlich stark nach Zombie an. So, dann machen wir nochmal weiter. Ein paar Pfeilchen gehen noch. Ich hab Durst irgendwie, ey. Nein, hast du nicht. Hab ich wohl. Wie sieht's denn eigentlich mal mit Nether aus? Oder ist es auch platt? Hm? Nether. Bist du das gewesen? Ich bin jetzt wieder gejoint, ja. Oh, Alter. Schon scheiße manchmal hier das Spiel, ne? Ja, schon scheiße. Vor allem, wenn du vor mir ausloggst und ich jetzt gerade nicht drüber nachdenke, dass du dann ja unten runter spawnst und ich irgendjemanden höre. Mann, ey. Alles wird gut. Ja, sobald du tot bist, dann wird alles gut. So, 209 Pfeile. Den Bogen muss ich auch mal gucken, dass ich den verschossen kriege. Weil ich habe nämlich auch nur noch 50% Condition auf dem Bogen, da kann ich mir gleich lieber einen anderen nehmen. Da ist ein Zombie, Mann. Oh. Was machst du gerade? Ja. Was du gerade machst, habe ich gefragt. Hast du einen Zombie-Mann da hinten töten? Aber den Zombie-Mann wollte ich doch töten. Da kommt ja noch einer. Ich muss doch meine Waffe verschießen. Oh ja, lass mich den Toto. Schubs ihn mal. Danke. Knapp daneben. Ah! Kriegst du noch? Wie viel hält denn dieser blöde Bogen? Oh, ein Schuss nur noch. Warte. Du kannst aber gleich mal die Pfeile aufsammeln da. So, jetzt ist mein Bogen kaputt. Jetzt kannst du. Man darf den Bogen ja nicht einfach so wegschmeißen. Das wäre Verschwendung. So, einmal ein Makeshift-Bow. Und dann werde ich jetzt, glaube ich, tatsächlich diesen... Guten Bow. Der ist nicht geil. Diesen Waste... Ja, geht, ne? Welche meinst du jetzt? Ja, hier ist einfach nur ein Makeshift-Bow drin, den ich jetzt gerade benutze. Ja, Bodenbau ist besser. Ja, ach echt? Mhm. Ich benutze trotzdem den. Wir haben ihn hier liegen, also kann auch was verwendet werden. Das andere macht keinen Sinn. Hast du die Pfeile aufgesammelt? Ich habe jetzt noch 55 Stück. Gut, dann würde ich sagen, können wir uns mal auf den Weg machen, oder? Jawohl. Ich bin auf dem Weg zum Ufer, also Richtung diesen beiden Bäumen, die da stehen. Weißt du doch, oder? Die beiden Bäume halt.
Nee. Ich meine, ich könnte mir natürlich hier echt mal ein Spielchen raus machen und wirklich die ganze Zeit hier oben so lange campen, bis irgendeiner zu dieser Hütte kommt und dann Patsch! Ja, ich gehe jetzt zum einfachen Abgang. So, ja gut, dann komme ich auch hin. Ah, weißes T-Shirt bist du, ne? Blau, weißes, ja. Glaube ich auf jeden Fall. Spring mal. Gray and blue striped shirt. Danke für dieses Springen mal, was du wieder komplett ignoriert hast. Ach nee, Mensch, Mensch, Mensch. Und dann wunderst du dich, wenn dich irgendeiner mal abknallt, ne? Weil er sich nicht sicher ist. Am besten dann auch mit einer Waffe in der Hand oder so und so einigermaßen in die Richtung guckend. Und dann nicht reagieren, wenn man nicht was fragt. Jo, das ist gut. Ich bin tot. Kannst du... Recht. Sammelst du bitte mein Zeug auf? Jawohl. Hast du einen Schuss gehört? Nein. Aha, also Bug. Jo, ich habe auch schon wieder überzogen. Schön, dass jetzt dieser Überzug quasi dann mit meinem Tod endet. Dann haben wir wenigstens einen vernünftigen Cut und tschüss.